Die CES ist nächste Woche und wir sind für euch auf der größten Elektronikmesse der Welt in Las Vegas live vor Ort. Torben wird auch mit dabei sein und deswegen wollen wir uns in diesem Video kurz die Zeit nehmen, euch zu erzählen, was wir alles vorhaben und auch was wir von der CES dieses Jahr erwarten. Damit ihr alles sofort mitbekommt, was wir hier auf YouTube über die CES berichten, abonniert am besten unseren Kanal und macht auch noch die Glocke an. Und es sind wirklich geile, exklusive Inhalte auch dabei. Seid gespannt drauf und ein paar, sag ich mal, Previews oder Highlights werden wir euch halt in diesem Video schon mal ein bisschen anteasern. Ja, Torben, ich denke, dass das Größte, was wir so an Fernsehneuigkeiten erwarten können, sind große Fernseher. Ja, durchaus. Also TCL wird wahrscheinlich einen 115 Zoll Fernseher im Gepäck haben. Und Hisense zieht da, glaube ich, auch mit 110 Zoll nach, glaube ich. Da wird es einiges zu sehen gehen. Ja, also ich glaube auch, das Sharp ist ja wieder ein bisschen im Kommen. Vielleicht mischen die auch mit. Die hatten ja schon mal einen 120 Zoller, glaube ich, auf einer IFA dabei. War jetzt nicht so wirklich das Endkonsumentenprodukt, aber vielleicht kommt von denen auch was Größeres. LG hat schon angekündigt, auch ein 98 Zoll QLED zu machen. Gibt ja auch wieder die 97 Zoll OLEDs. Und gibt ja auch jetzt größere OLEDs mit MLA OLED-Panel. Das ist ja schon bekannt. Das haben wir auch schon berichtet in unserem Video über die LG OLED-Neuigkeiten. Denn die gab es jetzt schon vor der CES. Korrekt. Ja. Aber große Fernseher wird, glaube ich, das größte Thema sein. Ne? Ja. Also ich habe jetzt letztens auch gesehen, dass bei Linus Sebastian jetzt der 115 Zoll TCL-Fernseher steht. Genau. Und klar haben große Fernseher andere Probleme, aber mit denen wird man immer besser, glaube ich, klarkommen in den nächsten Monaten, Jahren, wie auch immer. Und bin gespannt, was da alles vorgestellt wird. Ja, also ich denke mal nicht mehr nur große Fernseher, sondern wahrscheinlich auch helle Fernseher. Weil wie du hast schon MLA angesprochen, wir werden eine neue Generation von QD OLED sehen. Vielleicht werden die noch mal ein bisschen heller. Hisense hat ja einen 10.000 Nits Fernseher angekündigt. Also vielleicht ist der auch zu sehen, wer weiß. Also vielleicht mal zum Verständnis, 10.000 Nits ist verdammt hell. Theoretisch kann man, glaube ich, Dolby Vision, die anderen Formate gar nicht, also HDR10 oder HDR10 Plus geht gar nicht so hoch. Dolby Vision kann theoretisch bis 10.000 Nits gemastert werden, aber eigentlich blendet das ein. Ja, würde ich auch sagen, ja. Also ich aber hey. Den 5.000 Nits Fernseher habe ich ja schon von TCL gesehen, der war auch verdammt hell. Also vielleicht nehmen wir besser eine Sonnenbrille mit. Ja, ja. Ich meine, wir sind noch in der Wüste. Also genau. Ja, aber du hast recht, helle Fernseher wird einiges sein. Also gerade was Mini-LED und Local-Dimming angeht, sind ja auch in den letzten Jahren viele Fortschritte passiert. Und ich denke, das wird auch dieses Jahr weitergehen. Also bin ich gespannt, was da vorgestellt wird. Und vor allem auch wieder zu welchem Preis. Weil genau diese großen, hellen Fernseher, die werden ja gerade von so Marken wie TCL oder Hisense auch immer günstiger. Und somit ist es ja mittlerweile wirklich möglich, dass man sich so ein 100-Zoll-Teil ins eigene Wohnzimmer stellt. Auf jeden Fall. OLEDs hatten wir ja kurz angesprochen. LG OLED-News sind ja eigentlich schon draußen. Ja. Ne? Brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Das Video verlinken wir euch gleich in der Endcard. Ansonsten QD OLED. Noch ist da, glaube ich, nichts Wirkliches bekannt. Wahrscheinlich wird es einfach eine nächste Generation. Keine Revolution. Also, würde mich überraschen. Ja, richtig. Aber vielleicht wird es noch mal ein bisschen günstigere Modelle geben. Letztes Jahr kam ja auch der S90C von Samsung raus. Also vielleicht wird es dann noch mal ein kleineres oder ein günstigeres Modell geben. Wer weiß. Von neuen Größen hast du aber auch noch nichts gehört, ne? Nee. Also glaube ich auch, dass es bei 55 bis 77 Zoll erstmal bleiben wird. Vermutlich, ja. Aber es wird spannend, weil Samsung sehen wir ja schon einen Tag vor der Pressekonferenz. Ja, wir sind ja schon am Sonntag bei einem First-Look-Event. Richtig, richtig. Und First-Look ist vielleicht auch noch ein gutes Stichwort, denn du warst ja letztens erst bei TCL in Polen. Ne? Und mit denen haben wir auch einen Termin und die werden wahrscheinlich der dritte große Player, was wirklich OLED-Hersteller angeht. Richtig. Also TCL hatte ja schon auf der letzten IFA und auch schon auf Messen vorher so Projekt, Studie oder wie auch immer von CSOT, was quasi die Display-Hersteller-Sparte vom selben Konzern ist, mit dabei gehabt. Aber jetzt kam wirklich die Ankündigung, die wollen das in die Massenproduktion bringen. Und dann wird es den dritten großen OLED-Hersteller geben. Aber du hast mir davon erzählt, was zeichnet die jetzt aus im Unterschied? Ist das wieder eine dritte Form oder ist das eigentlich dasselbe wie eins der anderen? Ja, so ganz technisch bin ich da auch noch nicht hintergestiegen, deswegen bin ich mal gespannt, was TCL uns da erzählen wird. Aber es sind im Endeffekt gedruckte Displays. Die sollen ein bisschen günstiger in der Herstellung sein, aber auch ziemlich effizient. Also da bin ich mal ziemlich gespannt,
was uns da erwartet von TCL. Und RGB-Pixelstruktur. Mhm. Also kein weißes Subpixel wie bei denen von LG. Genau. Ne? Aber es war jetzt auch nicht so die Quantum-Dot-Geschichte davon. Habe ich jetzt noch nichts gehört. Nö, aber ich glaube, also es ist natürlich spannend, wenn es wirklich wenn es noch günstiger wird, die Produktion natürlich von OLEDs, dann können wir im Endeffekt nur davon profitieren, im Endeffekt als Kunde. Ja, natürlich. Es wird auf jeden Fall spannend und jede Konkurrenz ist natürlich gut. Also ich freue mich einfach drüber, dass da noch ein Player mit drin ist und dass es nicht nur LG und Samsung sind. Mhm. Vor allem, da die ja auch gegenseitig voneinander die Panels einkaufen mittlerweile. Richtig, ja. War vielleicht schon ein gutes Stichwort, was Display-Technologien angeht. Glaubst du, es kommt ein günstiger Micro-LED-Fernseher? Nee, glaube ich nicht. Ich hätte jetzt auch keine andere Antwort darauf erwartet. Micro-LED wird wahrscheinlich wieder schön dargestellt auf der Messe, ja, weil es cool aussieht. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass das deutlich günstiger wird. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, die Technik bleibt zu teuer, weil die anderen zu schnell aufholen, was, sage ich mal, Kontrast, Helligkeit und sonst was angeht. Ja. Du hast gerade gesagt, Hisense hat einen Fernseher mit 10.000 Nits. Micro-LED schafft das nicht. Ne? Nee. Und mittlerweile ist eben das Local Dimming so gut, ne, wie jetzt bei einem X95L, den wir getestet haben, da war ein Local Dimming, was du fast nicht mehr als solches erkennen kannst. Richtig. Ne? Und dann ist die Frage, wo bleibt dann der Micro-LED-Mehrwert für einen wirklichen Endkonsumenten? Mhm. Also für wirklich jemanden, der sich den Fernseher zu Hause ins Wohnzimmer stellt. Schwierig. Also wird bestimmt wieder was gezeigt, wird auch interessant, aber wird, glaube ich, eher so eine Messegeschichte bleiben. Ich denke auch, ja. Ja. Also ich habe einen Termin gemacht bei einem österreichischen Hersteller von Micro-LED-Fernsehern. Da bin ich mal gespannt, was das wird, weil das ein auffaltbarer Micro-LED-Fernseher ist. Und den mal live in Aktion zu sehen, finde ich schon cool. Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass das ist theoretisch für einen Endkonsumenten, aber ich glaube nicht für die große, breite Masse, weil das ist dann eines der Produkte, wo kein Preisschild dran steht. Und das ist leider immer ein schlechtes Zeichen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, mir das Ding mal live anzugucken, weil... Ich bin leider nicht dabei. Du bist ja nicht dabei. Nee, ich bin da gerade bei Sony und die zeigen uns ein paar Sachen hinter den Kulissen. Sony, genau, ja. Also so viel kann man ja schon sagen, Sony wird offiziell, glaube ich, keinen Fernseher vorstellen. Das ist zu 99% sicher. Genau, ne? Richtig. Ja. Soll zwar trotzdem Überraschungen geben bei der Pressekonferenz, ja, eventuell eine PlayStation 5 Pro oder was auch immer, aber Fernseher... Würde ich sagen, das dauert wahrscheinlich noch, bis wir da wirklich was veröffentlichen dürfen. So. Also du wirst es wahrscheinlich nächste Woche schon sehen, wo ich auch ein bisschen neidisch drauf bin. Mhm. Aber wir müssen uns ja aufteilen, sonst würden wir nicht zu zweit hinfahren. Oder wir sind sogar zu viert da. Aber wir haben eben viele Termine und versuchen da möglichst viel mitzubekommen. Aber Sony wird spannend. Also es kann auch sein, dass wenn ihr das Video gerade seht, denn wir haben das schon aufgenommen einen Tag vorher, dass da schon was von Sony veröffentlicht wurde. Mhm. Was genau, wissen wir aber nicht. Nee. Naja, können wir auf jeden Fall in den Kommentaren drüber sprechen. weil vielleicht ist es was Tolles, vielleicht auch nicht. Im unwahrscheinlichen Fall ist es sogar ein Fernseher, glaube ich aber nicht. Also halt wirklich extrem auch extrem unwahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Ja. Naja, ansonsten, was bleibt noch über Fernseher zu sagen? Neue Technologien könnten theoretisch auch kommen, falls sich der ein oder andere daran erinnert. Es gab ja mal diese Roadmap von Nanosys. Also Nanosys ist der Hersteller von Quantum Dots oder QLED und allem, was dazugehört, also auch QD-OLED. Und die haben ja jetzt erst einen Nobelpreis gewonnen, witzigerweise, die Erfinder. Genau, ja. Das nur am Rande. auf jeden Fall ist in der Roadmap ja eigentlich der selbstleuchtende Quantum Dot so als das Ziel, wo es wirklich hingehen soll, und alles andere sind ja nur so Evolutionssteps. Ob da was Neues kommt, kann auch sein. Das wäre natürlich der Gamechanger, wahrscheinlich. Ne? Aber ich glaube, da dauert es vielleicht noch ein, zwei Jahre, bis da wirklich was kommt. Wenn, also ich hoffe, dass wir überrascht werden von irgendwas. Ja, klar. Ne? Also würde mich freuen. Genau. Ne? Meine Erwartungen sind jetzt bei Fernsehern eher so wirklich heller, größer und wahrscheinlich KI. KI, genau. Ja, gut, wir haben ja schon von LG zum Beispiel gehört, dass das Chipset deutlich stärker wird, also im Premium-Modell. Aber ich denke, das wird bei den anderen Herstellern auf ähnliche Art und Weise auch so der Fall sein. Ja, und sonst Soundbars? Hast du da schon was gehört? LG hat ein paar angekündigt, das haben wir ja auch schon veröffentlicht als News. Ansonsten Samsung wird uns noch eine Standtour geben im AV-Bereich. Also da wird es auch neue Soundbars geben. Ob die 995
G, D oder C oder wie auch immer sie dann heißen wird, groß anders aussieht oder groß anders klingt, wird sich dann zeigen. Also ich sag mal so, die 2022er und 2023er waren ja schon fast identisch. Genau. Vielleicht kommt mal wieder was Neues. Es ist schön, sein. Einfach ein anderes Design, das würde mich freuen, aber... Display, was man lesen kann. Ja, vielleicht. Lass mal uns überraschen. Ja. Ne? Ansonsten, Kopfhörer haben wir auch schon die ersten Hinweise bekommen, wenn man das mal so sagen kann, über die wir im Moment aber noch nicht sprechen dürfen. Richtig. Wird aber auf jeden Fall auch, glaube ich, die ein oder andere spannende Sache dabei sein. Ja. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, dass wir von irgendwas überrascht werden. Richtig. Weil letztes Jahr war es das Microlens Array. Weiß jetzt nicht, ob wir was von der Größenordnung dieses Jahr wieder bekommen. Außer in 83 Zoll das Microlens Array. Richtig. Aber ja, wird auf jeden Fall spannend. Und wir, würde ich sagen, packen hier jetzt noch alles zusammen. Mhm. Packen dann zu Hause noch für den Flug. Und wie gesagt, damit ihr das alles auch mitbekommt, den Kanal abonnieren. Einerseits, damit ihr alles mitbekommt, aber auch, dass es für uns möglich ist, für euch zu berichten und, sag ich mal, zu den ganzen großen Herstellern zu fahren. Also wir sind bei Samsung, LG, Sony, Panasonic, TCL. Hisense. Bei Hisense werden wir auch noch vorbeischauen. Und noch bei vielen anderen, also auch noch bei Audiofirmen, bei Macintosh, bei Sennheiser gibt es Termine, bei JBL. Also eine riesige Bandbreite. Klar, ein paar Firmen sind nicht da, aber wir versuchen natürlich über alles, was auch hier in Deutschland dann relevant ist, zu berichten. Und deswegen wäre es super, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns natürlich auch einen Daumen nach oben da lasst oder auch noch die Glocke anmacht. Ihr wisst, wie ihr uns supporten könnt. Genau, ansonsten finden die Leute, glaube ich, hier über meinem Gesicht oder über deinem Gesicht gleich noch ein weiteres Video über die CES, zum Beispiel über die LG OLED-Fernseher-News. Mhm. Und ich würde sagen, Torben, dir noch einen schönen Feierabend und wir sehen uns dann am Flughafen. Bis dann. Ne? Ciao. Ciao.